Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen, audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist der Techboss und was hier so unauffällig vor mir auf dem Schreibtisch steht, sind die Verstärker AXA35 und der CD-Player AXC35 aus dem Hause Cambridge Audio. Diese beiden Komponenten sollen laut dem Hersteller den Einstieg ins echte Hi-Fi darstellen, High-End-Audio. Deshalb sind diese beiden Komponenten auch preislich so interessant. Und was man für weit unter 1000 Euro so erwarten kann und ob es sich hier lohnt, für den normalen Hörer auf High-End-Hi-Fi umzusteigen, das finden wir heute raus. Von außen nach innen, der Lieferumfang, klar, außen Schachtel. Innen komfortabel eingepackt in Folie und dicke Styroporbacken. Transportsicher. Beide Geräte kommen außerdem mit einer Fernbedienung. Jedes Mal dieselbe, inklusive Batterien. Es ist zweimal die gleiche Fernbedienung und man kann mit beiden auch beide Geräte bedienen. Freut mich, weil so hat man nur eine rumliegen und hat notfalls noch eine zweite in Reserve. Das sonstige Zubehör fällt recht spärlich aus. Quick Start Guide, Sicherheitshinweise und jeweils zwei Netzkabel. Eins für unsere ganz normalen deutschen 230 Volt Steckdosen und eins mit Typ G Stecker. Also England, Irland, Singapur und zum Beispiel auch Zypern. Verbindungskabel mit Cinch-Anschluss sucht man leider vergeblich in den beiden Schachteln. Die beiden Bausteine selbst sind hochwertig verarbeitet und deuten mit ihrem hohen Gewicht auch auf solide Qualität hin. Unter der Blechhaube finden wir in beiden Geräten hochwertige Komponenten, wie den Cambridge-typischen Ringkerntransformator im AXA35, der in der Regel nur in sehr hochwertigen Geräten Einzug hält. Die beiden passiv gekühlten Endstufentransistoren verhelfen dem Amp zu einer Ausgangsleistung von 2x35 Watt an 8 Ohm, was sich nach weniger anhört, als es wirklich ist. Verbunden mit einem Pärchen Nuline 34 aus der Audioschmiede Nubert ist diese Kombination sehr wohl imstande, die Musik fühlbar zu reproduzieren. Und fühlbar ist hier nicht nur auf den Bass bezogen, sondern das komplette Klangspektrum wird natürlich und harmonisch wiedergegeben und direkt in den Körper des Zuhörers injiziert. Um eine abgedroschene Phrase wieder zu beleben, hier ist man mittendrin statt nur dabei. Der CD-Dreher trägt hier einen entscheidenden Teil dazu bei. Die Wiedergabequalität sucht in dieser Preisklasse seinesgleichen. Auch hier finden wir im Inneren Bauteile höchster Güte, wie zum Beispiel den Analog-Digital-Wandler aus dem Hause Wolfson Microelectronics, der auf den Namen WM5824 hört. Dieser bietet mit 20 bis 20.000 Hertz genau das richtige Frequenzspektrum für den auf dem Tonträger enthaltenen Datenstrom. Mit 192 kHz Samplingrate bei bis zu 24-Bit Auflösung sollte man ein analytisch präzises Signal erwarten. Jedoch hat Cambridge es irgendwie geschafft, dieser Kombination eine fühlbare Wärme zu geben, die schon an extrem hochwertiges Analog-Equipment erinnert. Bühnen werden deutlich vor dem inneren Auge aufgebaut, einzelne Instrumente stehen klar definiert, wo sie der Toningenieur hin platziert hat. Kein Detail geht verloren, ob es jetzt die verstimmte Seite ist oder der Solist, der auf seinem knarzenden Hocker hin und her rutscht. Wenn es in der Aufnahme vorhanden ist, wird es von diesem Player reproduziert. Das Laufwerk ist auch schön leise, wenn auch etwas langsam beim Laden der CD, geht aber noch vollkommen in Ordnung. Es bietet auch eine relativ gute Fehlerkorrektur. Übel zugerichtete Silberscheiben werden größtenteils fehlerfrei wiedergegeben. Erst bei extrem zerstörten Datenträgern bekommt selbst der AXC35 Probleme und fängt an zu skippen. Wo aber andere Player dankend abgelehnt und den Todeszeitpunkt der CD definiert haben, hat der AXC35 nochmal mit dem Defibrillator und Herzdruckmassage versucht, alles aus der Scheibe zu holen, was noch drin war. Um nochmal auf das Thema analoges Feeling zu kommen, der AXA35, also der Verstärker hier, hat sehr zu meiner Zufriedenheit einen Phono-Eingang, hinter dem sich laut Mark Whiteman, dem Marketingmanager des britischen Herstellers, eine Cambridge Audio Solo-Stufe verstecken soll. Diese Vorstufe kostet als Standalone-Gerät schon die Hälfte des ganzen Verstärkers, man darf also wirklich gespannt sein. Diese Option hat mich dann dazu verleitet, meinen alten verstaubten Vinylkratzer rauszuholen und mal ein wenig ins aktuelle Zeitalter zu holen. Neues Abnehmersystem installiert, alles neu ausgerichtet und eingestellt. Das habe ich auch alles auf Video. Falls euch das interessiert, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Dann lade ich dazu demnächst auch mal ein Video hoch. Und wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr natürlich auch gleich den Drückbutton abonnieren. Direkt da, neben dem Daumen, Liker, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, ihr seid ja alle die YouTube-Profis, ihr wisst, wie das geht.
Zum Ergebnis dieser Analog-Odyssee komme ich später. Wir sehen uns jetzt erstmal den integrierten Vollverstärker genauer an. Der für ca. 350 Euro erwerbbare ATX-A35 bleibt der Designlinie treu und präsentiert sich in schlichter Eleganz mit minimalistischem Menü. Im Display wird der gewählte Eingang sowie die Lautstärke beim Verändern selbiger angezeigt. Darüber hinaus gibt es per Menüknopf nur noch die Möglichkeit, Bass, Höhen und Balance zu verstellen. Außerdem finden wir vorderseitig einen 6,3 mm Kopfhöreranschluss, der ordentlich Leistung hat und auch ausreichend für einen 250 Ohm Kopfhörer ist. Daneben empfängt der Amp die Befehle der Infrarot-Fernbedienung und lässt sich praktischerweise direkt mit einem Auxiliary-Gerät, also mit einer AUX-Quelle, verbinden. Ein Handy, ein Tablet, ein MP3-Player, was auch immer. Zu diesem Zwecke findet der geneigte Nutzer hier eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Der Amp ist passiv gekühlt und nutzt die thermodynamische Eigenschaft erwärmter Luft, die nach oben steigt und so die Hitze aus dem Gerät transportiert. Nichts Besonderes, aber warum sollte man altbewährte Technik, die seit ihrer Erfindung zuverlässig funktioniert, auch ändern? Je weniger zusätzlicher Aufwand in Form einer Zwangslüftung zum Beispiel betrieben wird, desto besser. Hier also überhaupt nichts zu meckern. Wo ich jedoch Grund zu meckern habe, ist bei der Wahl der Eingänge. Der kleinere Bruder ATX-A25 bietet für 100 Euro weniger, nämlich für 249 Euro, natürlich auch weniger Optionen. Ihm fehlt zum Beispiel der Phono-Eingang und der Kopfhöreranschluss. Der ATX-A35 ist also klar der luxuriösere von beiden. Wieso bietet aber Cambridge Audio im ATX-C35, also im CD-Player, einen digitalen koaxialen Ausgang an, am großen Vollverstärker der Serie dafür nicht? Das verstehe ich nicht. Diesen digitalen Koaxialeingang finden wir nämlich leider erst im größten Receiver-Modell der Serie, dem ATX-R100, der aber auch schon mit 549 Euro zu Buche schlägt und kostet somit 200 Euro mehr als dieser Verstärker hier. Aus Kostengründen ist es einerseits verständlich, wenn man so einen Anschluss weglässt, weil da brauchst du dahinter wieder einen Digital-Analog-Wandler, aber dann legt es halt die 50 Euro drauf, dann kostet der halt 399 und dafür hat er einen Digitaleingang. Finde ich schade, verschenkt das Potenzial. Gut, ansonsten könnte man höchstens noch den Kunststoffdrehknopf hier bemängeln. Der ist aufgrund seiner Größe natürlich nicht besonders stabil und weil er halt auch aus Kunststoff ist, aber er ist vollkommen in Ordnung. Fällt unter die Kostendefinition und ist daher vollkommen akzeptabel. Gut, dafür sind die Anschlussterminals auf der Rückseite wieder von einwandfreier Qualität und bieten sogar die Möglichkeit, Lautsprecher per Bananenstecker anzuschließen. Ein besonderes Merkmal der Cambridge Audiogeräte ist die um 180 Grad gedrehte Beschriftung der Anschlüsse. Auf den ersten Blick mag man einen Produktionsfehler vermuten, aber dahinter steckt die Genialität der Einfachheit. Bedenkt man, wie man sich die Beschriftung normalerweise anschaut, nämlich indem man sich über das Gerät drüber beugt, wird schnell deutlich, was man sich hierbei gedacht hat. Und ich finde dieses winzige, unscheinbare Detail sowas von genial, das kommt gleich nach der Erfindung des Käsekuchens. So, nun aber mal zu dem, was hinten rauskommt, also dem Sound. Die typisch britische Abstimmung des ATX-A35 liefert einen sehr neutralen Sound. Für mehr Volumen kann man den Bass bei 100 Hz und die Höhen bei 10 kHz um bis zu 10 Dezibel anheben und absenken. Ich mag es gerne ein bisschen voluminöser, darum steht der Bass bei mir auf plus 4 und die Höhen auf plus 2 Dezibel. Am verstärkten Ende des Amps habe ich zwei Nubert Nuline 34 angeschlossen, wie schon erwähnt, die sehr gut zu dem System passen. Diese Kombination zeigt sehr deutlich jede Abkürzung, die bei der Produktion der Musik gemacht wurde. Daher enttäuschen viele CDs aus meinem Sammelsurium auf ganzer Linie. Ich habe jedoch auch die ein oder andere Produktion, die sich keinerlei Fehler andichten lassen muss. Darunter zum Beispiel eine Test-CD von Nubert sowie ein Album von Chris Jones und eins von David Mannion, welche beide von Stockfish Records produziert wurden. Es ist unfassbar, wie direkt und ehrlich diese Kombination aufspielt. Die Stimmen der Sänger und Sängerinnen stehen klar und abgegrenzt im Raum, die Band dahinter, wo sie hingehört. Leise Passagen und Stimmen sind super nah und authentisch, fast schon intim. Keine Spur von analytischem, kaltem Digitalsound, dafür realistische Wärme und Detailtreue, die einen einfach die Zeit vergessen lässt. Druckvolle Bässe bei Rockschlagzeug, markerschütternde Riffs aus den Saiten der E-Gitarren, konzertähnliche Weite bei klassischen Aufnahmen. Die Kombination aus ATX-A35 und ATX-C35 hat die Druckwellen zu jeder Zeit unter voller Kontrolle und vermittelt einfach das Gefühl von mehr. Und nachdem mein neues Tonabnehmersystem nun auch eingespielt ist, kann ich dem ATX-A35 auch beim Phono Preamp Bestnoten bescheinigen. Denn auch hier zeigt sich keine Schwäche in der Signalkette. Der Charme und die analoge Wärme der Vinyltonträger kommt durch den ATX-A35 und die Nubert Nuline 34 unverfälscht zur Geltung. Wenn man bedenkt, dass diese Kombination inklusive der Lautsprecher aktuell gerade mal 1368 Euro kostet, könnte man schon fast an der Legalität dieser Zahlen zweifeln. Aber kein Shit, alles Originalherstellerpreise.
Gut, ausgenommen der Plattenspieler, den habe ich jetzt nicht mit berücksichtigt. Besucht man das HiFi-Ladengeschäft seines Vertrauens und hört da mal ein paar Systeme Probe, so kommt man schnell zu den Komponenten, die einzeln teilweise schon die 1000-Euro-Marke knacken. Wer also den Einstieg in echtes HiFi sucht, oder High-End-HiFi, wie man will, der ist hier goldrichtig. Eine Verstärker-CD-Player-Kombination weit unter 1000 Euro, also genauer gesagt ca. 700 Euro, ist in diesem Segment fast schon eine Frechheit gegenüber der Konkurrenz. Cambridge Audio hat mit der AX-Serie das High-End-Audio preislich mitten in den Consumer-Bereich gerückt. Jetzt ist die Zeit zuzugreifen. Für mehr Informationen und natürlich auch den Kanal unterstützende Affiliate-Links einfach nochmal in die Beschreibung schauen. Da findet ihr alles, was ihr braucht. In einem der nächsten Videos beschäftigen wir uns nochmal eingehend mit den Nubert Nuline 34 und wenn ihr wollt natürlich auch mit dem Plattenspieler-Upgrade. Einfach mal in die Kommentare packen, wenn euch das interessiert. Ich werde jetzt dann mal wieder in die Schallwellen abtauchen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.